Ein neues iPhone kostet mittlerweile über 1.000 Euro. Die Kunden kaufen es trotzdem und stehen dafür sogar Schlange. Wegen dieser Preise sitzt Apple derzeit auf einem Geldberg von 120 Milliarden Dollar. Und an diesem Erfolg kann jeder teilhaben, und zwar über die Börse. Die Leute stellen sich am Apple Store an und sind alle scharf aufs iPhone. Na, da müsste man doch logischerweise sofort auf die Idee kommen, auch Investor dieser Firma zu sein. Und das fände ich ganz toll, wenn die jungen Leute das mitnehmen, auch für sich selbst nicht nur Konsument zu sein, sondern auch Investor. In Österreich etwa besitzt nur jeder 20. Aktien. Für 8 von 10 Österreichern ist noch immer das Sparbuch die beliebteste Anlageform. Na, ich glaube, von der Mentalität her sind die Österreicher immer sehr auf Sicherheit aus. Und die Aktien sind ihnen zu unsicher. Sie wissen nicht, was damit passiert. Und ich glaube, bei Aktien ist es ganz entscheidend, durchzuhalten. Und genau das ist laut Experten der entscheidende Punkt. Die Langfristigkeit. Statistisch gesehen machen Aktien über einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren jedes Jahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7%. Erfolge können da schon mit niedrigen Beträgen erzielt werden. Zum Beispiel mit 30 bis 50 Euro über einen Aktienfondssparplan einsteigen, Monat für Monat ansparen damit. Das ist gerade für junge Menschen eine interessante langfristige Vorsorge. Denn wer über einen längeren Zeitraum investiert, der profitiert vom sogenannten 8. Weltwunder, dem Zinseszinseffekt. Auf einen solchen Anlagezeitraum von 40, 45 Jahren entstehen aus 25 Euro monatlich 80.000 Euro. Ja? Also da wird er dann schlagend, dieser Zinseszinseffekt. Und da kann ich nur jedem raten, möglichst früh anfangen, möglichst regelmäßig dieses Sparen betreiben, auch regelmäßig in den Markt gehen, dass einem eben Schwankungen egal sein können. Der Start in die Börsenwelt, ein Wertpapierdepot bei einer Bank. Und schon können Aktien oder Sparpläne über alle Börsen weltweit gekauft werden. Testen kann man das alles schon vorher, etwa beim Börsenspiel der Raiffeisen Landesbank und der Oberösterreichischen Nachrichten. Hier mussten die Teilnehmer aus 50.000 Euro fiktivem Startkapital innerhalb von 8 Wochen einen höchstmöglichen Gewinn erzielen. Der Sieger in der Einzelwertung, Thomas Arnold, schaffte knapp 20%. Der Preis dafür, ein nagelneues Auto. Das Börsenspiel hat ja die Aufgabe, etwas über die Börse zu vermitteln. Wie funktioniert ein Aktienverkauf, wie funktionieren Kursschwankungen. Und deswegen sage ich also, super Weg, um sich der Börse zu nähern, aber dann muss man noch die Transferleistung hinbekommen, dass wenn man das dann in das reale Leben überführt, langfristig anlegen und diversifiziert, also ordentlich gestreut. Und das ist auch leicht möglich. Gibt es ja weltweit ca. 35.000 Aktienunternehmen. Das Wertvollste ist übrigens nicht Apple, sondern der Online-Versandriese Amazon. Apple steht derzeit auf Platz 2, dahinter die Suchmaschine Google.